Und dir nicht. Ich halte mal hier die Formation. Weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll. Sagen wir mal komplett hier mit der Truppe einmal so einen Schritt nach rechts. Der Gegner kann noch nicht angreifen, der kann nur ranlaufen. Schlechten Turio irgendwas. Ich sag absichtlich schlecht, weil ich finde sie einfach nur schlecht. Feuer frei. Offenes Gelände. Ich bleib mit der Einheit jetzt hier mal stehen. Hier kann ich jetzt unterstützend angreifen. Aber wahrscheinlich wäre es schlauer, das so zu machen. Und dann wird es nämlich auf lange Sicht ein Flankenangriff. Oh, 37%. War naiv von mir zu glauben. Dass ich da was erreichen kann. Ah, hier habe ich immerhin schon mal gewonnen. Leichte Wurfspießeinheiten. Ups. Schon mal Schaden machen. Hier kann ich nichts tun. 3%. Hier kann ich nur werfen. Dann werfe ich halt einfach. Beziehungsweise schieße ich. Und dann habe ich nur noch ihn hier und ihn wollte ich ja stehen lassen. Aha, die ziehen sich zurück, weil sie sich jetzt sagen, jetzt gibt's Nahkampf, aber ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich komme jetzt halt einfach vor, ne? Ich bin jetzt echt auf die Thraker und auf die Falksträger gespannt. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich das schon wieder so Einheiten habe, wo ich sagen kann, oh geil, wieder ein Griff ins Klo. Die linke Flanke ist einfach nur so brutal. Das ist echt faszinierend, wie dieser, wie wir als Pontier, also der König, ich habe den Namen vergessen, glauben können, dass wir gegen eine solche zahlenmäßige Überlegenheit überhaupt eine Chance haben. Panik, Panik. Yeah! Zwei Einheiten in die Panik geraten. Und nochmal eine. Noch zwei Einheiten geschwächt. Das könnte helfen. So, hier kann ich jetzt reindonnern in die iranische Kavallerie. Die weicht aus. Und ich den jetzt hier in der Flanke. Hier kann ich komischerweise gar nichts tun. Würde das faszinieren. Mit denen konnte ich angreifen, mit denen hier konnte ich nicht angreifen. Meine Einheit, die in Panik gerät. Geschwächt, zermürbt. Flankenangriff, gerät in Panik. Yeah! Das ist genau die Medizin, die der Arzt verschrieben hat. Zermürbt, lässt sich zurückfallen. Ah, das habe ich die hier noch. Ich muss die ein bisschen beschäftigt halten. Solche Einheiten im Rücken sind nicht gesund. Hier kann ich nicht angreifen. Ich kann nur hier angreifen. Oh, 48%. Okay, hier hält sich der Kampf einfach. Das werden jetzt wohl laute Begegnungen auf Augenhöhe werden, weitgehend. Ja.
Einfach eine klare Schlachtlinie. Hier kann ich jetzt tatsächlich unterstützend tätig werden. Aha. Thraker. Oh, die Thraker gewinnen überraschenderweise kurz mal. Die können mich hier nicht flankieren, deswegen mache ich das. Die gucken nämlich in die falsche Richtung. Ja gut, hier hat sich jetzt die Situation ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst, deswegen kann ich mit denen jetzt hier wieder hoch. Was sind das hier alles? Leider alles immer noch Nahkämpfer. So, das wollte ich nämlich haben, dass sie hier geschwächt und dann zermürbt sind. Und jetzt hoffentlich aus dem Kampf geworfen werden. Sehr gut. Läuft doch schon komplett anders als direkt davor, oder? Kaum zu glauben, dass es eigentlich dasselbe Szenario ist. Die weichen aus. Die haben halt auch wir jetzt mal den Vorteil des Terrains, ne? Man merkt, wie krass das Terrain hier sich auswirkt. Gut. Ist jetzt keine Überraschung. Jeder, der Ahnung von militärischen Kämpfern hat, der weiß, dass das Terrain eigentlich eines der Hauptfaktoren ist für Sieg und Niederlage. Aber das muss man sich trotzdem erstmal klar machen. Oh, Angriff in den Rücken. Ich gehe mal trotzdem hier eins vor. Mehr kann ich nicht bewegen. Auf der Flucht. So viele sind auf der Flucht. Wirklich viele. Naja, 11% immerhin schon mal. Ein Teil der Armee kommt jetzt erstmal noch an. Sich zurück, die würde ich gerne eigentlich noch anders dran kriegen. Jetzt bloß kein Nahkampf verlieren, das ist die Devise. Ja, genau, den Gegner so verprügeln, das ist viel, viel besser. Ja, der Rückenangriff war nicht so gut. So, hier klaren Schlachtlinien können halt auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ja, wobei irgendwie unsere Leute gerade eben ein bisschen Glück haben. Ich hätte auch hier noch angreifen können, aber ich wollte jetzt hier angreifen. So, das bringt den hier auch noch ein bisschen was. Also wir haben jetzt hier tatsächlich die gesamte gegnerische Front erstmal geschwächt. So, jetzt kommt hier meine Kataphrakt-Kavallerie noch hier schön in die Lücke. Dann haben die nachher nämlich ein bisschen Auswahl, wo sie hinwollen. 63%. Ja, dass das die schwächt, das wundert mich gar nicht. Schaden gemacht, standgehalten, werfen, zack. Und schon geht ein Männchen raus. Und damit sind sie geschwächt. Ich hätte vielleicht so rum anfangen sollen, aber egal, jetzt sind sie geschwächt. Das finde ich sehr gut. Dann gehe ich jetzt auf den hier los. Das ist auch geschwächt. Sag mal, ist das dieselbe Schlacht?
glaubt es kaum. Man glaubt es wirklich kaum. Hier klappen sie einfach zusammen wie so ein paar Klappstühle, ne? Die Gegner hier. Ja, die da oben, die lasse ich mal davonlaufen. Das ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Die rennen einfach weg. 7%. Nein. Aber hier kann ich angreifen, die Flanke. Ich habe hier noch die Kataphrakte. Die sollten sich jetzt gleich mal denen hier zuwenden. Und hier habe ich ohnehin eine gute Chance, das zu gewinnen, auf lange Sicht, glaube ich. So, Gegnerchen, tu mal was. Mhm. Erstmal die Nahkämpfe, die der Gegner hier auch verliert. Ich weiß zwar nicht warum, aber ihre sind schlechter als unsere. Also normalen Wurfspießeinheiten im Nahkampf. Rück vor, rück vor, rück vor. Tja, egal wie viele von denen jetzt hier erstmal Schwäche, die haben immer noch mal ein Dutzend mehr. Das ist so der Gesamteindruck. Mhm, die halten es hier leider stand. Aber ich glaube nicht, dass sie gegen die Kataphrakte gleich noch stand halten werden, wenn ich mit denen angreife. Ja, schon gar nicht, wenn die jetzt hier zermürbt sind. Ja, gut. Wie gesagt, das war abzusehen. Die zermürben sich. Aber die Thraker scheinen in einem laufenden Nahkampf sehr stark zu sein. Oh, das ist ungut. Das war richtig scheiße. Schlecht, schlecht, schlecht. Ich mache jetzt erstmal das hier zu Ende. Zermürbt. Gut. Dann greife ich nämlich hier direkt an. Vielleicht kann ich hier schon direkt schlagen. Zermürbt. Genau. Schöne Kettenreaktion hier. Zermürbt. Also diese Flanke hier ist nahkampftechnisch einfach mal so aufgerieben. So, jetzt versuche ich die hier mal in den Nahkampf zu zwingen. Die weichen aus. Frechheit. Wo rennen die denn hin, ey? Keine Ahnung, aber ich gehe jetzt schon mal hier hin. Für spätere Situationen vielleicht mal hier Druck aufzubauen. Hallo? Ach nee. Ich verklick mich immer so gerne. Dann drücke ich links statt rechts. Stand gehalten. Komm schon. Zermürbt. Zermürbte Truppen machen nicht mehr so viel. Wir können halt auch einfach mal die hier schon mal zermürben, ne? Einfach nur durch Beschuss. Sehr gut. Dann die hier nochmal. Dasselbe hier nochmal bitte. Die haben schon ein moralisches Problem und jetzt hoffen wir mal, dass das moralische Problem noch größer wird. Nee, aber jetzt haben wir einen laufenden Nahkampf. Da haben wir 64% Siegchance. Hier kann ich mich einfach umdrehen. Okay. Hier kann ich nur werfen. Beziehungsweise schießen. Ah, jetzt habe ich die Kataphrakte hier noch.
direkt meine Panik verursacht. Also immerhin flieht jetzt schon mal 21% des gegnerischen Heeres. Aha. Die gepanzerten Adelsreiter, die werden auf der rechten Seite... Ja, die werden sich beschweren nach der Schlacht. Das ist unterhalb ihres Standes, verprügelt zu werden. Sie verprügeln nämlich lieber gerne. Das ist ja schließlich der Adel. Okay. Leichte Kavallerie des Gegners. Geht nach Hause. Sagt, war eine blöde Idee, aufs Schlachtfeld zu gehen. Zieht sich zurück. Was? Angriff von hinten. Na toll. Direkt mal zermürbt. Super! Aha. Oh, da haben wir mal den ersten Nahkampf hier verloren. Sehr gut. Nicht so gut. Ja, genau. Jetzt, die beschweren sich jetzt. Die kommen jetzt zu uns gelaufen und sagen, ich bin das doof. Zwangspanik, aber leider halten alle Stand um die rum. Panik. Stand gehalten. Aber sind es den hier im Rücken? Beziehungsweise in der Flanke. Hier kann ich nicht angreifen. Nee, ich kann hier wirklich leider gar nicht angreifen. Aber warte mal, wenn ich noch weiter vorgehe, kann ich die hier demnächst bedrohen. Und die hier kann ich in der nächsten Runde hier dann angreifen. Hier kann ich dann in der nächsten Runde angreifen. Das sind meine hier. Aber was sind das für Feiglinge, ey? Gepanzerte Kavallerie, ne? Rennt weg vor unseren Einheiten. Unfassbar. Das ist auch unfassbar. Kann ich nicht in den Nahkampf gehen? Ich auch nicht. Ich kann ja aber dazwischen gehen. Und ich habe hier angegriffen, weil ich das ja dann machen kann. Angriff von hinten, zermürbt. Von allen Seiten, nach allen Regeln der Kunst, die Gegner auseinandernehmen. Halten Stand. Die leider auch. Die kann ich nicht flankieren. Ja, dann schieße ich den erstmal noch in die Seite. Und hier in den Rücken. Und dann viel Spaß, ihr komischen Traker. Oh Gott. Irgendwie hatte ich schon ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Kennt ihr das, wenn ihr schon von Anfang an so ein ganz mieses Gefühl bei der Sache habt? Genau das war bei mir jetzt gerade eben der Fall. Ich möchte verhindern, dass die mich jetzt hier so leicht kriegen. Keinen weiteren Nahkampf mehr, den ich nicht will. Schießen. Die haben wir eh verloren. Den mache ich nicht mal mehr, diesen Nahkampf. Es ist nicht meiner. Geht mich nichts mehr an. Wups. Dreht. Was mache ich denn mit denen hier noch? Na, hier könnte ich eigentlich sogar noch später auch noch runterdonnern. In der nächsten Runde, falls das überhaupt noch nötig sein sollte. Also, was ich echt faszinierend finde, ist, dass der Einfluss
des RNGs hier wirklich dann doch sehr, sehr gewaltig ist. Hat allein schon auf, was das Terrain angeht. Das wird manchen Leuten gefallen, manchen Leuten dann wiederum eher rum nicht. Mich persönlich stört es nicht so sehr. Man muss halt damit leben, dass man halt das ein oder andere Mal halt einfach mal keine Chance hat. Oder das heißt keine Chance. Ich glaube, dass man hat, glaube ich, nie keine Chance. Aber man muss sich dann halt wirklich sehr, sehr genau überlegen, wie man gewisse Dinge tut. Und in jeder Situation neue Zugriffswege finden für seine Strategien. Oder diese komplett verändern. Die halten Stand, aber fallen zurück. Ich frage mich, was die was eigentlich die Fluchtrichtung bestimmt. Manchmal fliehen sie dir direkt zur nächsten Ecke, manchmal nicht. Also ich meine zum nächsten Kartenrand. Und manchmal hat nicht. Aha. Gegner lässt sich zurückfallen. Was weicht aus? Okay. Vielleicht wieder mal ein schöner Kontakt. Und Panik. Dann gehen wir hier hoch, weil, wie gesagt, ich glaube, dass das ihnen jetzt hier den Rest gibt. Ja. Und zwar ordentlich. Flankenangriff, allerdings ohne Konsequenz. Und das wird Konsequenzen haben. Kataphrakt in die Flanke. Es gibt halt gleich, was zermürbt. Unterstütze hier noch, weil die haben ja ohnehin schon genug zu tun. So, die sind jetzt immerhin geschwächt. Hier kann ich nichts tun, außer 6%. Nee. 6% sind nicht so gut. Die verfolgen immer noch. Das hier ist ein Flankenangriff. Der mir nichts hilft. Nee, hier gehe ich nicht in den Nahkampf. Ihr sollt euch gar nicht erst sammeln. Deswegen schieße ich auf euch. Sehr gut. Nee, jetzt schieße ich lieber wieder. Die werden sich auf keinen weiteren Nahkampf mehr einlassen. Also das läuft gerade wirklich spitzenmäßig. Schon mal einfach alles zermürben, noch bevor es irgendwie überhaupt in den Nahkampf kommt. So, die sind jetzt hier in der Flanke gebunden. Hier kann ich nichts machen. Die hier habe ich noch. Moment, ich... Genau, dreh mich mal zu denen um und greif an. Die werden wiederkommen. So, ihr Gegnerlein. Also wie gesagt, ich bin verblüfft, dass das dieselbe Schlacht sein soll. Alle auflösen und wegrennen. Ich habe mich schon gewundert, wann die endlich wegrennen. Die greifen dann glücklich auf die Fresse. Ja, das war jetzt eher ungünstig. Interessiert aber unsere Generation halt gar nicht. Ja, hier unsere Einheit dann doch eher ein bisschen. Die hält stand.
Also wenn die jetzt hier standhalten auf der linken Seite, dann werden wir von rechts alles aufrollen können. Auf lange Sicht. Wow. Die dürfen jetzt genau Zwangspanik haben. Stand gehalten. Ah, die haben alle Stand gehalten auf der gegnerischen Seite. Es hätte so gut geholfen, wenn nicht. Mhm. Panik. Geschwächt, geschwächt, Gerät. Oh, sehr gut. Schwer am Nachdenken, was ich als nächstes tue, aber das Problem ist, du kannst erstmal. Hey, wir haben schon gewonnen! Ups. Herr, Entschuldigung, Pontius Sieg, mein Herr, der heutige Tag wird in die Geschichte eingehen. Das ist ein glorreicher Sieg. Wieder genau das gleiche. Der Gegner hat doppelt so viele Einheiten wie wir im Grunde, aber halt auch eine andere Anzahl an Truppen. Seltsam. Gut, liebe Leute, ich werde an dieser Stelle speichern. Denn ich werde beim nächsten Mal weitermachen. Denn der Merp muss jetzt seine Aufnahmesession beenden. So. Kampagne 2. Speichern. Und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.